die Schuhe hat er nicht. Zeit für Tiere ist heute zu Gast in der Fränkischen Schweiz. Auf einem Gnadenhof. Hier ist immer viel los. Es ist eine Zuflucht für verstoßene, alte und kranke Tiere. Auch wenn alles zunächst ganz friedlich aussieht, kann jeden Tag etwas Dramatisches geschehen. Wie geht's dir? Du fühlst dich hier wohl. 115 große und kleine Bewohner haben hier eine Heimat für immer gefunden. Vor 20 Jahren hat Monika Pracht den Gnadenhof Fränkische Schweiz gegründet. Angefangen hat alles mit diesem Pony. Den Muck habe ich schon 22 Jahre. Das war ein ganz kleines, todkrankes Fohlen aus dem Zirkus. Und inzwischen hat er schon dreimal fast das Zeitliche gesegnet. Unfall, Krankheiten, alles Mögliche. Der Muck ist aufgezogen worden, ja, ich sage mal fast wie ein Kind, wobei wir das sonst niemals machen. Aber er war halt so krank und er ist klüger als die anderen. Und für mich ist er außerdem das schönste Pony der Welt. Und ja, das ist eine ganz große Liebe. Tiere und Menschen sind hier zu einer Großfamilie zusammengewachsen. Ein friedlicher Ort, an dem es an allererster Stelle um das Wohl der Tiere geht. Die meisten Tiere wurden von ihren Besitzern im Stich gelassen. Hier bekommen sie ihr Gnadenbrot. Also ich bin von klein auf damit reingewachsen. Und ich kenne ein Leben ohne Tiere kenne ich einfach gar nicht. Und das ist für mich selbstverständlich, dass man Tiere artgerecht behandelt. Und es ist für mich immer wieder aufs Neue erschreckend, wenn ich halt das Gegenteilige erfahre. Ein Gnadenhof ist für Tiere die letzte Station in ihrem Leben. Die Arbeit ist zwar mühsam, aber es lohnt sich. Und es wäre wichtig, dass es mehr solcher Plätze gäbe. Dann wären halt die einzelnen, die es gibt, nicht so überfüllt. Und außerdem könnte man halt dann noch mehr Tiere immer mehr retten. Und dann gäbe es halt auch nicht mehr so viele Leidensgeschichten, die wo man eigentlich jeden Tag im Internet oder so sonst was lesen kann. Also wäre schon gut, aber wir machten das schon freiwillig und gerne. Scarlett beispielsweise ist ein verzüchtetes Pony. Sie wurde bei einer Zirkusvorstellung verlost. Zum Glück hat ihr Los sie hierher verschlagen. Wer sonst würde sich um ein so behindertes Tier kümmern? Wenn man so anschaut, den Kerl, ich denke, der hat nur Freude am Leben und weiß, er nicht so laufen kann wie die anderen. Warum sollen wir es dann gleich auf Deutsch so zum Schlachter oder einschläfern? Ja? Das ist das. Ja. 500 Tiere wurden hier in den letzten 20 Jahren betreut. Eine enorme Leistung. Und doch ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Täglich hört Monika Pracht von neuen grausamen Schicksalen. Sie kann aber beim besten Willen nicht jedes Tier aufnehmen. Doch heute ist es ein Notfall. Eigentlich sind die Umstände ja dann letztlich egal. Die Tatsache, dass wir es holen müssen, ist ja dann eigentlich schon genug. Zwei Ponys sind in Gefahr. Ihnen droht Schlimmes, wenn ihnen jetzt niemand hilft. Krisenbesprechung mit Ludwig. Das ist schwierig, es geht halt ja ums Geld. Das weißt du ja selber, nicht? Ja, ich weiß schon. Aber ja, naja, wir müssen es trotzdem holen und dann müssen da wir halt einen Paten finden. Da brauchen wir gar nicht drin drüber, die werden kalt. Ja. Wieder einmal hat ein Tierhalter nach kurzer Zeit das Interesse an seinen Ponys verloren. Den Tieren droht der Tod, wenn sie niemand übernimmt. Und wieder einmal muss Monika Pracht mit einem Pferdewagen losziehen. Die Spannung während der Fahrt ist groß, denn die beiden Ponys stammen ursprünglich aus dem Gnadenhof. Normalerweise bleiben alle Tiere ein Leben lang dort. In diesem Fall wollte aber eine Frau die Ponys unbedingt haben. Ein folgenschwerer Fehler. Jetzt ist halt die Frage, ob Sie mir das unterschreiben können, dass wir die Ponys heute zurückholen. Und ja, was mich jetzt interessiert hätte, warum jetzt müssen Sie jetzt wieder zurück? Also bei uns ist es so, wir haben alle Boxen voll. Ja. Und für uns hat das ein Einsteller gebracht, diese Ponys. Ja, ja. Und das Problem ist einfach, wir können damit selber nichts anfangen und die Einstellerin, die interessiert es einfach nicht mehr. Genau. Also die hat sich 8 Wochen nicht gemeldet, hat auch kein Futter mehr bezahlt, keine Boxgebühren. Und jetzt deswegen gehen wir es hauptsächlich wieder zurück. Genau, okay. 8 Wochen waren sie nur in einer dunklen Box. Das hat die Ponys Lord und Lady extrem verstört. Zum ersten Mal sehen sie wieder Tageslicht. Wir selber tun immer weniger verladen, wir behalten alles, was wir haben. Also mir normalerweise auch. Ja. Jetzt heißt es behutsam sein. Die Ponys wollen nicht freiwillig in den Pferdewagen. Beim letzten Transport erwartete sie am Ende ja nichts Gutes. Ja,
Komm. Weiter. Und hoch eins, komm. Eins. Prima. Und Schwung. Die zarte Lady ist verfrachtet. Ob das mit dem kleinen Lord auch so gut gelingt, da hilft nur gut zu reden. Links oben. Du kommst auf die Wiese, gell? Du kommst jetzt auf die Wiese, steigst hier ein, gell? Einmal vorn und dann nimmer vorn, gell? Nun tut mir mal so leid, ne? Das gestörte Vertrauen der Tiere in Menschen muss erst wieder aufgebaut werden. Doch die Zwergponys spüren bald, dass es diese hier gut mit ihnen meinen. Ist er doch der Mann, oder? Ist er das? Pferde und Ponys sind in den vergangenen Jahren sehr in Mode gekommen. Noch nie gab es so viele Halter wie heute. Doch leider behalten die wenigsten die Tiere ein Leben lang. Nach Gebrauch werden die meisten oft achtlos weiterverkauft oder geschlachtet. Also, dann packen wir es. Wir danken uns erst einmal. Dankeschön. Und halten uns die Daumen, dass alles gut wird. Ihr vermittelt es jetzt wieder, oder? Nein, die bleiben bei euch. Ja. Okay. Also dann. Tschüss. Selig hält Kater Peter Mittagsschlaf, während die Ponys den Gnadenhof erreichen. Für die Heimkehrer ist alles vorbereitet. Der kleine Muck beobachtet neugierig die neuen Gäste. Lord und Lady muss es wie ein Déjà-vu vorkommen. Hier waren sie doch schon einmal. Ob sie sich noch einmal eingewöhnen werden? Ganz vorsichtig werden sie behandelt. Ponys sind wie auch Pferde sehr schreckhaft. Und noch sind sie nicht auf der Koppel. Doch es scheint ganz so, als würde alles gut gehen. Jetzt werden sie wie alle Bewohner erst einmal eine ordentliche Pflege bekommen. Das ist immer der beste Moment, wenn sie da sind und so gut fressen und ja, das ist Glück. Diese beiden werden nun für immer hier bleiben. Heute ist der Hufschmied am Gnadenhof. Diejenigen Pferde oder Ponys mit Hufproblemen brauchen individuell gefertigte Hufeisen, damit sie beschwerdefrei laufen können. Ja, passt alles noch. Alles okay, alles gut. Circa alle 6 Wochen erneuert der Hufschmied die Hufeisen. Das geht ins Geld und muss immer wieder vom Gnadenhof finanziert werden. Kein leichtes Unterfangen bei den vielen versorgungsbedürftigen Tieren. Der Gnadenhof in der Fränkischen Schweiz ist eine private Initiative und erhält keinerlei städtische oder staatliche Unterstützung. Für die extrem kleinen Hufe dieses Ponys muss sogar ein Spezialhufeisen mit einem Polsterkissen angefertigt werden. Das soll helfen, dass das Tier trotz einer schmerzhaften Entzündung am Huf wieder gut laufen kann. Nachdem die Tiere alt sind, die meisten sind alt, oder sind eben krank, dann ja, passieren immer so Geschichten, gerade bei den Huftieren ist es dann relativ teuer. Und wir hatten jetzt, um eine Hausnummer zu sagen, im vergangenen Jahr Tierarztkosten zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Na, das kommt dann dazu zu Futterkosten und dem Ganzen, was man jetzt so braucht. Und da muss man unterwegs sein. Na, also darum sind wir da recht engagiert. Das Hufeisen sitzt. Aber kann das Pony damit auch wirklich besser laufen? Gefällt mir sehr gut. Tatsächlich, das Pony läuft wieder ganz normal. Die Zehe haben wir jetzt ordentlich gekürzt, damit er ordentlich abrollen kann. Die Eisen sind auch groß genug. Kater Samson verdrückt sich lieber. Ihm ist es heute zu turbulent. Hallo. Frau bracht es auch da. Ja, jetzt haben wir die Problematik mit dem Ludwig. Ja. Also kein Problem mit dem Ludwig, aber heute fällt er halt aus. Ja, Zum ersten Mal seit Jahren ist der Haupttierpfleger Ludwig krank. Glücklicherweise tauchen diese beiden Frauen auf, um freiwillig auszuhelfen. Ihr kennt euch ja aus, wie man Pferde ausmistet. Das haben wir gestern ja schon gesehen. Richtig. Muss man auch wissen. Es kommen auch manchmal eine, die wissen gar nicht, wie man die Mistgabel hält. Aber bei euch war das anders. Ihr habt alles gleich selbstständig gemacht. Das haben wir schon oft gemacht. Genau. Die beiden Helferinnen kompensieren den Ausfall von Ludwig. Ohne die Hilfe dieser Freiwilligen wäre der heutige Tag eine Katastrophe. Was die beiden nicht wissen, seit heute Morgen ist auch ein Pony schwer erkrankt.
Monika Pracht und eine Tierärztin kämpften den ganzen Vormittag um das Überleben der kleinen Ponystute Belinda. Also die war halt vorhin, war sie halt nicht, ne? Nur gelegen, hat sich wahnsinnig gewälzt. Und jetzt hat sie halt von der Tierärztin einmal was zur Entspannung gekriegt. Schlundsonde. Und jetzt haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl im Moment. Aber so genau weiß ich das nicht. Jetzt müssen wir halt einmal noch ein wenig warten. Fein, du nicht ein wenig laufen. Ne? Feine Belinda. Fein hat sie es gemacht. So brav war's, gell? Fein hat sie es. Belinda hatte eine gefährliche Kolik. Ja, also die hat sich am Boden gelegt, ist nicht mehr aufgestanden. Und das lässt oft dann auf eine Kolik deuten. Und so war es dann auch. Also das hat, die hat gekrampft, konnte überhaupt nicht mehr stehen, ist zusammengebrochen. Und dann war die Tierärztin weit weg, musste erst einmal 30 Minuten lang, musste man versuchen, sie am Stehen zu halten. Und ja, und ich hatte ehrlich gesagt Angst gehabt, dass sie es nicht überlebt. Es ist sehr gefährlich, wenn Ponys oder Pferde länger liegen. Dann bricht ihr Kreislauf zusammen und sie kommen nicht mehr auf die Beine. Belinda ist immer noch ganz schwach und erschöpft. Diese ganze Gute, ne? Diese Tapfere. Diese tapferes Pferd gewesen, gell? Die nächsten Stunden muss Belinda weiter unter Aufsicht bleiben. Doch kaum geht Monika Pracht los, um sich um andere Tiere zu kümmern, bricht das Pony wieder zusammen. Ahnungslos auf ihrem Rundgang erhält Monika Pracht die nächste Hiobsbotschaft. Wo sind denn die Füchse? Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Die Füchse sind nicht da. Nee. Oh Gott, da muss ich verfasst haben. Fuchsis, Fuchsi. Kinder. 5 Fuchsbabys haben sie hier großgezogen. Fuchsi. Ihre Mutter wurde überfahren. Oh Mann, ich glaube, die sind weg. Fuchsis, Fuchskinderle. Liebezeit. Die Kleinen sind getürmt, haben sich durch ein Loch davongeschlichen. Daniela, du musst sofort heimkommen. Die Füchse sind alle weg. Ja, na, ich weiß auch nicht warum, aber es komm bitte, weil auf mich hören sie nicht. Wir müssen sie sofort suchen. Ich tue noch ein paar Leute zusammen drum, wir müssen sie sofort suchen. Gell, komm sofort bitte. Okay, gut. Tochter Daniela hat sich immer um die Fuchskinder gekümmert. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie wir das jetzt weitermachen. Ja, die sind am Bauwagen durch. Und ich hoffe jetzt ja bloß drauf, dass du jetzt mit deiner Stimme und mit... Normalerweise gehören Füchse in die freie Natur. Doch diese wurden mit der Hand aufgezogen und sind deshalb auf den Menschen geprägt. Die Jungen haben nicht gelernt, in der Natur zu überleben. Da unten meinst du? Ja, ich denke, die sind da raus. Die zwängen sich dort durch. Das ist ein großer Schock für die beiden. Weil niemand mit den Fuchskindern etwas anfangen konnte, haben sie diese aufgenommen. Und nun soll alles vergeblich gewesen sein? Die beiden haben Angst, dass ihren Zöglingen etwas Schlimmes passiert ist. Keine Spur von den Fuchskindern. Doch die beiden geben nicht auf und suchen den ganzen Wald und den Gnadenhof ab. Vergeblich. Na, jetzt haben wir sie so hochgepäppelt. Ja. Und ja, jetzt sind und sie sehr weg. Viel Anstrengungen auch gemacht, dass man sie einzäunt. Aber das ist für ein Wildtier schier unmöglich. Außer man würde alles betonieren und einen Käfig irgendwie machen. Und das ist eigentlich dann auch kein Leben.